Leute, habe ich das gerade wirklich richtig gesehen? Im Finale von The Bad Batch Staffel 2 sehen wir, wenn wir ganz genau hingucken, etwas, das meine sehr, sehr wilde Theorie zur Zukunft von Star Wars extrem stützen kann. Am Dienstag habe ich auf Star Wars Basis ja ein über 10 Minuten langes Video hochgeladen, mit einer Theorie, die das Cillo Beast mit Palpatine, dem Bad Batch, Grogu und den aus The Mandalorian, den Dark Trooper Exegol und einigem mehr verbindet. Die Theorie war für mich wirklich erschreckend, weil gegen die Theorie im Prinzip so gut wie gar nichts spricht. Und jetzt scheint es so, als hätte das Finale hier uns nochmal mehr gegeben, um diese Theorie zu stützen. Ganz kurz zusammengefasst besagt die Theorie, dass das Imperium vielleicht ja auch wegen dieser Fähigkeit des ultraschnellen Alterns durch Energie beim Cillo Beast Interesse an diesem Viech hat, um das zu synthetisieren und so Klone in wenigen Stunden oder Tagen vom Baby ins Erwachsenenalter zu bekommen. Und was sehen wir jetzt hier im Finale dieser zweiten Staffel? Einige Klone, die in einem Halbkreis auf Tragen geschnallt worden sind. Und was befindet sich in der Mitte des Halbkreises ein wenig weiter im Hintergrund? Ein riesiger Tank. Der gleiche Tank, in den das Cillo Beast vom Imperium eingesperrt worden ist. Das Cillo Beast scheint also wirklich was mit diesen Experimenten an Klonen zu tun zu haben. Was meint ihr? Stärkt das meine Theorie oder hat das irgendwas anderes zu bedeuten? Schreibt's mal unten in die Kommentare und das volle Theorienvideo findet ihr hier in der Endcard verlinkt.